Irgendwie sehen Eggsarme jetzt schon ziemlich voll aus, da musst du recht eine Menge rein. Inga will Lachs essen. Mach keine Sorgen, ihr holt alles, Egg trägt und Egg zahlt. Mein Arm. Oh. Guten Morgen, Freunde. Heute ist mein Arm brechen. Und zwar, Leute, ist das diesmal ein Notfall. Ich weiß, ich habe schon öfters gemacht, Leute, aber diesmal ist das anders. Meine Mutter ist im Urlaub und sie kommt morgen oder übermorgen wieder. Und die Bude sieht nicht so fresh aus. Und man muss putzen. Richtig putzen. Ich hasse putzen. Deshalb werde ich mir heute meinen Arm brechen, sodass Queen Egg alles clean darf, was ich eigentlich putzen muss. Und ja, der Arm. Der ist jetzt gebrochen. Naja, auf jeden Fall ist das extra für den rechten Arm, so dass ich wirklich nichts tun kann. Okay, ich muss runter. Oh mein Gott, wie schlecht der ist. Hier ist leer. Wir müssen zu Edeka und Egg muss Getränke kaufen. Also ich zahle, aber sie muss halt tragen. So 8 Liter Red Bull. Egg! Oh, was hast du schon wieder gemacht? Alina. Wow! Pass doch auf, das tut voll weh. Digga, das ist fake. Was? Ja. Tom, hast du ja so ein Ding gesehen? Außer beim Arzt? Nein. Deine Lippen sind fake. Egg, wie du siehst, mein Arm ist gebrochen. Verstaucht. Ich doch gebrochen. Ja, mein Verstaucht gebrochen ist das gleiche. Das ist doch nicht. Digga, dein Ding, deine Hüfte ist auch nicht gebrochen, denk. Okay, was soll ich jetzt machen mit dem Arm? Wie, was sollst du machen, Alina? Du musst mir helfen heute. Das ist mein rechter Arm. Ich bin Rechtshänderin. Vielleicht habe ich was zu tun. Es tut so weh. Wie du weißt, ich bin ja krank. Und ich war heute zu Hause. Ja, Leute, das heißt hier nicht oft zu Hause. Und ich bin heute Morgen aufgestanden, Leute. Da drin. Ich lag wieder in der Schimmelecke auf meinem Arm und ich habe ihn aufgehört und habe ihn nicht mehr gespürt. Und ich habe mir zuerst so, ist bestimmt nichts und so weiter. Und dann habe ich irgendwie richtig Schmerzen gespürt. Da war Inga und ich beim Arzt. Also nicht im Krankenhaus. Nee. Um ehrlich zu sein, er hat sich das nicht mal richtig angeschaut. Ich war da 10 Minuten drin. Er sagt, oh, das ist doch. Ich bin mir sicher, das ist gebrochen, Egg. Naja, auf jeden Fall müssen wir zur Edeka, Egg, und du musst die Bude putzen und Mama kommt in 2 Tagen nach Hause. Putzen tue ich gar nichts. Schuld, Mann. Zieh dich an, wir gehen zu Edeka. Warte, du musst mir davor Socken anziehen. Wo sind deine Socken? Schell, ich benutze deine. Was, du benutzt meine? Die sind voll eklig. Und jetzt muss ich deine Stinkefüße anziehen, ja? Ja. Ich finde die Füße so eklig. Mach jetzt. Hab deine Zähne so widerwärtig zu bewegen. Ja, genau. Ganz hoch, ganz hoch. Anja, du musst die rechten. Warum ist dein Fuß nass? Schwitzt dein Fuß? Das sind deine ekligen Hände. Nein, meine Hände sind kalt. Mach das nie wieder. Hä, hey, was brauchst du denn von Edeka? Obwohl, wir brauchen nichts zum Essen. Ich brauche. Sei mir schon schwindig. Jetzt ach, mir schwindig. Egal. Ich brauche Red Bull. Ich brauche Essen. Ich brauche. Mach mir jetzt eine Liste, was du brauchst. Okay? Also, Red Bull. Welches Red Bull brauchst du? 8-mal weiß. Was? Du brauchst keine 8 Red Bull. Ich brauche 8-mal weißes Red Bull. 3-mal. Achtmal. Grenzen gesetzt als kleines, ja, krankes Kind, Sam. Dann, was zum Essen? Was? Schreib einfach drauf, was zum Essen. Okay, aber ich kann nicht kochen. Ich schreib... Wie, du kannst nicht kochen? Du weißt, Sam. Wie, du kannst... Leute, wie, er kann nicht kochen? Ja, vielleicht bestellen wir auch einfach. Dann, vielleicht bestellen wir auch einfach. Das sollst du nicht abschreiben. Das soll ich. Alina, stopp! 1 Kilo. Schreib einfach 1 Kilo. Was 1 Kilo? Schreib 1 Kilo. Was 1 Kilo? 1 Kilo Duschschaum. Duschseife. Körpershampoo. Was? Ja, kein Körpershampoo mehr. Mama, jetzt. Oh mein Gott, bist du dumm? 1 Kilo ist doch nicht 1 Liter. Alexa? Ja, 1 Kilo entspricht 1 Liter. Was? Ey, by the way, Leute, ich will nur kurz sagen, ich habe vor ein paar Tagen jemanden getroffen, okay, eine Zuschauerin, die hat mich gefragt, ob ich ja wirklich so ein echtes. 1 Kilo ist 1 Liter? Hat sie sich aufgeschrieben? Jetzt. Okay, ist nicht so gut für deinen Arm, reicht jetzt. Hä? Ist nicht so gut für deinen Arm. Wir gehen jetzt zu Edeka. Hä? Ich bin nicht fertig. Jacke! Echt hier zuerst? Moment. So leicht bekleidet gehst du mir nicht aus dem Hause. Wenn die nicht auf mich hört, dann kann die sich dann kann. Was? Du hast geredet. Zeig. Dann mach. Ja, und jetzt mach einfach zu. Was? Du hast echt. Oh
mega, das ist meine Jacke, damit hat jemand Dates mit meinem Boys. Oh mein Gott, jetzt denkt ihr, ich bin dumm. Jetzt noch deine Winterjacke. Die macht man nicht zu. Sonst ja, das sieht aus, als hättest du was zu verbergen. Stell dir vor, jemand kommt und sagt, ja, ich hab's ja angeklaut, dann macht er das so auf, Digga. Dafür hab ich dann aber nicht. Die Jacke, okay, stopp. Die, stopp. Die hält dich nicht warm, das zeige ich dir. Doch. Deswegen bist du gesund. Ja. Reiswaffeln brauche ich auch echt. Für was? Zum Essen. Okay, also nein, doch nicht die teuren. Das sind die billigsten 1,90 €. Ja, du hast recht, nimm die einmal. Irgendwie sehen Eggsarme jetzt schon ziemlich voll aus, da musst du recht eine Menge rein. Inga will Lachs essen. Mach keine Sorge, Inga holt alles, Egg trägt und Egg zahlt. Oh, ich hab meinen Geldbeutel vergessen. Was? Ich hab meinen Geldbeutel vergessen, Egg. Hast du eine Karte dabei? Ja. Oh Gott sei Dank. Wie viel da drauf ist, kann ich euch noch nicht sagen. Also, er hat sich einfach geweigert, Leute, oft mir zu helfen. Sie war schon überfordert, als sie ein bisschen tragen musste. Und echt sein, ich schwitze ganz schön gern unter dem Ding. Was ich kurz sagen würde, mein Axel ist ja die ganze Zeit so. Das ist auf jeden Fall ein Ding, ne? Ich finde, ich bin gut. Aber Egg, sie hilft mir noch zu wenig. Der nächste Schritt ist Essen, Leute, und Trinken. Ich möchte einen Red Bull trinken. Leute, zum Beispiel, wir sind jetzt schon über 15 Minuten zu Hause. Und Egg ist jetzt kein einziges Mal in meinem Zimmer. Ich brauche deine Hilfe! Leise. Komm mal jetzt her! Sena ist eine spezielle Patientin, die macht mir viel Ärger. Die nimmt mir gerade, oh Gott, die nimmt mir meine letzte Lebensenergie. Ich bin aus der Puste. Ich brauche Deo, Leute. Junge, was? Was ist ihr Problem? Das ist so schlimm. Wieso habe ich in der Küche, du komische? Du musst meine Sachen einräumen. Red Bull kommt ganz nach unten, weil das ist das Einzige, was Sunny nicht ist. Oh, sie hat nach Anforderung. Ja, genau. Und diese Gewürze kommen hier hoch. Aber das ist meine Suppe. Nur pack alle hoch, du machst sie doch niemals in deinem ganzen Leben. Natürlich. Ich hab sie mir, du bist dumm. Und dein Mord schiebelt das Essen oder was? Ja, du musst mich füttern mit Stäbchen. Also das kommt jetzt erstmal in die Dusche. Unten hinlegen. Das ist echt, das ist meins. Ich hab keinen Bock mehr. Also du, Leute, gell, bevor Mama kommt, müsst ihr auch den Kühlschrank ausmisten, ne? Warte mal, Leute, mein Schminktutorial, was ihr alle wolltet, ist jetzt online auf unserem Vlog-Kanal. Das checkt es auf jeden Fall ab. Ja, ich durfte ja keine anderen Vlogs mehr drehen, bis ich kein Schminktutorial gedreht habe. Ich möchte Mochis. Sella hat Hunger, ich werde sie jetzt mit Mochis füttern, weil die liebt Mochis und ich werde ihr helfen. Ich werde niemals verzeihen, wenn sie rausfliegen. Okay. Ich wollte nur riechen wieder. Mach deinen Mund auf. Willst du alles auf einmal? Nein. Ja, mach den Mund auf. Du musst Fortschritte machen. Fortschritte, Sel. Ich kann ja alles auch einmal. Was denn? Bring mir einen Becher. Okay, die restlichen, die schenke ich dir. Die möchte ich nicht mehr, dass sie angefasst. Dann nimm mein Wassergalone. Die Öffnung ist auf der anderen Seite. Alina! Mein Schuh ist schwer. Alina! Und dann Egg. Nicht so viel, ja. Das war so knapp, Digga. Noch mehr. Ja. Stopp! Oha! Warte mal kurz. Hä? Warum ist auf meinem Getränk eine Fettschicht? Da fallen mir nur zwei Dinge ein. Ex-Fingerfett, ihre Handcreme oder von mir. Und meine Hände sind nicht geschüttelt, das war Galina. Was laberst du? Siehst du das? Ja. Das auf der Kamera? Ja. Ich weiß nicht. Was für Fettschicht. Also wenn du es versuchst wegzuschütteln, das bleibt. Man sieht doch ganz klar, bring's weg. Und es waren ihre Hände. Ihre Hände sind mit Handcreme, man riecht bis hier. Was redest du? Pack das weg. Immer habe ich anscheinend Handcreme auf meinen Händen. Mein Arm. Oh. Ich muss meinen Fußnägel lackieren. Ich habe morgen ein wichtiges Treffen. Was für ein Treffen? Ich gehe zum Arzt. Vielleicht will er mich nackt sehen. Digga! Was? Oh, hol dir nicht nackt in meinen Arm, du brauchst so komische. Hey, ich gehe zum Arzt mit meiner Krankheit. So, Anna, jetzt kommen wir zum wichtigsten Part. Egg, sag mir aus. Also, ich muss jetzt ihre ekelhaften Füße lackieren, oder was? Ja? Das kannst du wohl selber mit deiner. Einmal mit links, weißt du, das dann aussieht wie bei dir. Sicherheitsmaßnahmen für solche Füße. Bitte, du kriegst meine Haut da rein. Was laberst du? Ich hab keine Hornhaut, Alina. Also irgendwie fühlt sich alles ganz nass an. Ich kann später verbessern.
Noch nie hat ein Mensch so intensiv meine Zähne angefasst. Selina. So wird das nix. Fotografier mal. Alle sind so aus. Oh mein Gott. Soll ich dir mal was zeigen? Guck mal. Oh mein Gott. Mein Fuß lackiert, Digga, nicht mein Finger. Als nächstes. Machst du ihre Haare? Ja. Als nächstes tu mir ihre Haare flechten. Herr Eck, kannst du mich von Küche ein Glas Wasser holen? Eis haben wir nicht. Doch, wir haben Eis. Ich hab genug von ihr. Ich glaube, Leute, Ex, gar keine Hilfe. Ich hab keinen Bock mehr auf sie. Selina! Was hast du getan? Hier ist dein Eiswasser. Du hast es umgeschüttelt, Mann. Hallo, Selina. Warum sind deine Hände nass? Weil, wegen dem Glas Wasser. Was für eine Frisur? Hallo, Selina. Was für eine Frisur wünschst du dir heute? So wie es jetzt ist, einfach lassen. Also, sie sieht aber fettig aus. Egal. Du siehst eklig aus. Egal, lieber. Ah, deine Haare sind ja gar nicht so ekelhaft. Sunny, Hilfe! Was machst du da? Prinzessin. Ja, ich hab Elsa Frisur gemacht. Weil sie sieht viel besser aus. Boah, Inga, guck mal, wie dreh ich mich. Guck mal, Inga, wie schön. Anna, kommst du jetzt oder wie schaut's aus? Eck! Hä? Was war da gerade mit Egg los? Also sieht irgendwie gar nicht fresh aus. Vielleicht bitte die Pommes. Ich habe einen gebrochenen Arm. In einer Hand habe ich Pizza, in der anderen Hand Gabel. Stimmt. Soll ich dich füttern? Nein. Herr Egg? Was fehlt da? Mein Arm. Mein Arzt hat gesagt, man muss auch massieren, den Arm. Dein Arm, dein kaputten Arm muss er massieren. Genau. Dass sich die Knochen wieder bilden. Das ist das Dümmste, was ich gehört habe. Sorry. Boah, dein Arm sieht schon voll. Dieser Auge ist voll widerlich rot. Ah, Digga, ey, das Ding ist schon dein Kopf runtergeflogen. Eine gute Nachtgeschichte. Von einem Mädchen mit gebrochenem Arm, bitte. Sally ging in den Wald, weil sie hat eine Dönerbude gesucht. Sally lief und lief und lief. Und auf einmal 2-3 Kilometer Dönerbude. Schon wieder. Dann war sie plötzlich nicht mehr so weit entfernt. Sie ging die steinigen Wege. Sie ging die steinigen Wege, hat alle Berge überquert. Und dann hat sie etwas gerochen. Es roch nach einer Dönerbude. Und dann, als sie fast am Ziel angekommen ist, war da ein kleines Häuslein. Ein kleines... Bro, what the hell? I would never go into a house. War nur leise! Dann ging die kleine Ahnungslose herein in das blaue Haus und plötzlich stand ein Mann vor ihr. 2 Meter groß, eine Brille, ein Aktenkoffer. Er meinte, hallo Selina, ich bin von der Schuldenberatung. Bro, was laberst du dir? Die erzählt gerade ihre eigene Story, gell? Mit mir als Schauspielerin. Oh Gott. Okay, ich glaube, mein Arm ist schon getan. Okay. Krieg ich einen Flachkuss? Was? Seit wann? Wo? Hier, Mama. Wie alle Kinder. Schau, Spaß, Mädchen, geh raus. Anna! Anna, okay, mein Arm ist nicht gebrochen. Was? Ich kann es gehen. Ey, bin ich nicht mal. Was heißt das? Dein Arm ist gebrochen? Alles gut, ich kann's gehen, ey. Hat sie geheilt. Warte mal. Ah, oh, jetzt ist er irgendwie echt weh, gell? Steh mal auf, Mädchen. Hä, hey, wieso? Meinst du, dein Arm ist nicht gebrochen? Der ist nicht gebrochen. Alter, mein Armband. Dein Armband, aber nicht dein Arm. Hm? Ich hab deine Füße lackiert. Also, sorry. Warte mal kurz. Sie hat meine Füße lackiert, Leute. Sie hat wirklich wortwörtlich alles lackiert an meinen Füßen. Leute, meine Mama kommt morgen. Ja, jetzt ist noch ein Tag, war schon gleich 0 Uhr. Und Egg hat nichts gemacht, ja? Also, sorry, Egg, ich werde auch nicht putzen, das klar ist. Du kannst selber putzen. Wir haben jetzt 2 Wochen lang überlebt. Hallo, Selina, was für eine Frisur wünschst du dir heute? So wie es jetzt ist, einfach lassen.